In diesem Video steigen wir direkt ein und starten vom mittleren Wasserstreifen der Island-Karte in Richtung Redwood. Unser Ziel ist die Gifthöhle des Artefaktes Immunen und am besten zu finden vom kleinen See im Redwood. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zum heutigen Video von Navco Gaming. Mein Name ist Pierre und wir zeigen euch in diesem Video, wie ihr die Gifthöhle der Island-Karte findet, wie die Höhle aufgebaut ist und wie ihr das Artefakt des Immunen erhaltet. Am Ende des Videos zeigen wir euch dann, wie ihr das Artefakt ganz einfach in wenigen Minuten erhalten könnt. Am See im Redwood angekommen, müsst ihr euch nur noch nach links drehen und könnt die Höhle theoretisch schon sehen. Wir fliegen nun einmal dorthin und zeigen euch die Umgebung, die Ausrüstung, die ihr benötigt, und dann geht's auch schon in die Höhle. Was benötigen wir für einen Gang in die Gifthöhle? Das Wichtigste ist die Gasmaske zum Atmen, hier vielleicht auch zwei, eine Chili-Rüstung, Wasser, ein Lagerfeuer, ein bisschen Holz oder Stroh für die ganzen Blutekel. Zum Abschluss nehmen wir noch etwas Essen mit und an dieser Stelle empfehlen wir euch auch, je nach Surfer-Einstellung ein paar Blutpacks zur Heilung mitzunehmen. Eine gute Nahkampfwaffe sowie eine gute Fernkampfwaffe sollten natürlich nicht fehlen. Wir setzen unsere Gasmaske auf und los geht's!
Wenn wir uns in die zweite Höhle vorgekämpft haben und der Bereich soweit sicher ist, müsst ihr nur noch im Wasser die Blutegel bekämpfen und könnt auch schon an den ersten Loot drop. Nun fragt ihr euch, warum die zweite Höhle? Hier kurz zur Orientierung in der Höhle. Der Weg, welcher in dieser Höhle der richtige zu sein scheint, führt zu einer Stelle, an der ihr mit eurem Dino ohne Cryopod nicht weiterkommt. Dazu begeben wir uns kurz zurück in die erste Höhle, durch die wir uns durchgekämpft haben. Wenn wir uns in Richtung Höhleneingang zurückbegeben und von dort aus gesehen in die erste Höhle kommen, biegt ihr nach links ab, um weiter in Richtung des Artefakts zu kommen. Dort findet ihr auch direkt einen roten Loot Drop und viele weitere Dinos. Wenn wir uns weiter in Richtung Artefakt vorgekämpft haben, finden wir einen weiteren roten Loot Drop. Nachdem wir den Blutegel entfernt haben, geht's auch direkt schon wieder los. Endlich ist es erreicht, das Artefakt des Immunen. Hinten in der Ecke zeige ich euch schon mal einen kleinen Spoiler für den Trick gleich, denn durch dieses Loch werden wir gleich hochkommen. Wenn wir das Artefakt dann eingesammelt haben, können wir uns auf den Rückweg machen. Jetzt kommen wir aber zu dem Trick, wie ihr das Artefakt des Immunen ganz einfach und schnell aus der Höhle holen könnt, ohne euch durch die ganze Höhle durchkämpfen zu müssen. Alles, was ihr benötigt, ist eine Armbrust mit Enterhaken oder eine Tech-Rüstung und dem dazugehörigen Element, damit ihr fliegen könnt. Danach begeben wir uns wieder in die Höhle, begeben uns zur ersten Höhle, in der wir uns im Video vorgekämpft haben und blicken dort nach oben. Dort finden wir ein kleines Loch in der Wand, in das wir mit einem Enterhaken oder mit einer Tech-Rüstung reinfliegen können. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das gewusst habt. Wenn ihr dort oben angekommen seid, seid ihr direkt am Artefakt schon angekommen und könnt es einsammeln. So, das war's mit dem heutigen Video zum Artefakt des Immunen. Schaut euch auch mal unseren Kanal an, dort findet ihr mehr solcher Videos über Ark.
Wir hoffen, wir konnten mit diesem Video wie immer einigen weiterhelfen. Und wenn ja, klickt doch mal den Daumen nach oben und abonniert uns, wenn ihr mehr sehen wollt. Und nun viel Spaß beim Zocken.